Willkommen zurück bei Elex im Lager der Mitte, in der Mitte, wer hätte es gedacht. Ja, was machen wir? Wir starten direkt durch, wie bereits gesagt, wir gehen nach Richtung Süden. Na, hier sitzt der Thorald, oder? Hier, na, verlassene Felsen. Wir gehen mal, nee, gehen wir doch nicht. Wir gehen zu den verlassenen Felsen und versuchen uns irgendwie in Richtung des Ersatzreaktors für unseren Gleiter durchzuschlagen. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ja, mein Schatzi-Bär. Ist jetzt hier unsere offizielle Partnerin. Das heißt, wir werden die jetzt auch anders behandeln. Und, ein bisschen mehr Liebe zeigen, ne? Muss ja auch mal sein. Ne, wie gesagt, in welcher Reihenfolge wir die Aufgaben machen, soll jetzt mal egal sein. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch nicht von der Schwierigkeit her großartig variiert, aber ich bin aber ganz optimistisch. Hey, du da! direkt durchlaufen lassen zu unserer Frau hier. Oder Freundin. Frau, direkt hier. Ist da, direkt hier. Direkt aufs Ganze gehen. Blöde Attacke, ne? Toll. Tolle Hilfe. Na gut. Und dann 90 EP, wisst ihr? Zieh doch bitte Schuhe an. Ihr könnt doch Glassplitter sein. Okay. Man merkt aber auch wieder, dass wir den Rüstungswert erhöht haben. Also ich finde es echt, inzwischen kommen wir echt gut klar. Das ist annehmbar. Was ist das denn? Alter! Es gibt immer noch neue Gegner? Toll, ist der Passus 3. Herzlich willkommen. Wir gehen mal runter, mal gucken, ob wir Schaden machen. Interesse halber. Auch wenn ich die Antwort eigentlich schon kenne. Toll, noch so ein Typen dabei. Ist ja ultra gut. Voll reingerollt. Ich kann angreifen, du nicht. Kaya ist irgendwie nicht so gut, kann das sein? Schon doof, wenn der Gegner die Hitbox auf seiner Seite hat, ne? Ich dachte schon. Hallo? Das wäre es jetzt gewesen, ne? Über die Kante zu springen. Hallo? Jemand da? Nö. Na gut, kurz mal orientieren. Wir sind auf dem richtigen Weg, super. Waffe nicht gezogen, wie ärgerlich. Oh, diese blöde Attacke. Trifft die überhaupt mal? Was soll ich denn machen, dass sie mich... Mann, warum können die mich während des Angriffs angreifen? Was soll ich denn machen? Ich glaube, wir wechseln dann... Wir können ja mal unseren Menschenfresser mitnehmen. Es kann doch nicht wahr sein. Meine Lieblingsgegner. Die Ekelspinnen. Na gut, wir gehen mal rüber. Hua. Hua. Kein Jetpack mehr, okay.
Oh, Mann! Boah, da hat die aber gut zugehakt. Wow, wow, wow! Ich hab's halt auch gar nicht mit Spinnen, ne? Okay, ich weiß, wer später im Haus die Spinnen wegmacht. So. Haben wir noch irgendwas zum Schnecken eigentlich? Schnaps, Suppe. Na lecker. Wie er schon angelaufen kommt. Wie so ein Orang-Utan oder. Nee, wie so ein. Ja, ist wie ein Gorilla eigentlich, so ein bisschen. Jetzt wird er mich in der Luft getroffen, das war wieder so. Ich kenne das Geräusch, das der macht irgendwo aus irgendeinem anderen Spiel. Nein. Mann, Mann, Mann. Lieber 10 mal mehr draufhauen, ne? Und dann 90 Erfahrungspunkte. Bin ich hier richtig? Nö. Egal. Gehen wir erstmal zu den Containern. Hey! Hey! Du da oben! Ja, du da! Komm her. War der das? Ja, ich laufe auch immer so im Kreis. Was ist los mit der? Wollt's nur noch weg? Ah ja, ja, ist klar. Vielleicht hätten wir ja doch Magier werden sollen. Also Berserker. Die Feuerzauber sind schon geil. Okay, das sieht nach Banditen aus, oder? Dich hol ich mir! Alter, das kann doch nicht wahr sein, das war doch. Level up! Hey! Der hat irgendeine böse Waffe, oder? Nee, doch nicht. Alter, kontert der mich. Toll, wie peinlich, ey. Ging gar nichts mehr auf die Reihe hier. Hallo? Das war wohl nichts. Okay. Perfekt. Zu einfach. Das stimmt. Heiltrank 5. Oh, Zigarettenstange. Ja. Hirnkleber. Geiles Zeug. So. Erstmal Pause machen. Okay, das reicht. Ein Klappstuhl. Schlechter Zeitpunkt. Dich hol ich mir. Da gerochen, ne? Ist grad Wer will sich in mein Bettchen legen? Er hat aus meinem Süppchen gelöffelt. Totgeschockt nenne ich das. Da. Kaya, hier ist auch Platz für dich. Und? Mal gucken. Ne. Wohl eher nicht. Ihr wisst ja, schlafen immer gut. Die kostenlosere Generation. Boah. Schnapp ich mir. Strategisch in den Rücken laufen und
Was das früher wohl mal war. So wie ein Hafen, ne? Da oben müssen wir übrigens hin. Ihr habt hier nichts verloren. Nein! Okay. Na gut, aber irgendwie, ne, ist gar nicht so schlecht. Ja, viel Spaß da hinten. Kämpft immer schön. Ich beraube dich währenddessen. Stuhl, Klebeband. Nix. Na gut. Jetzt nichts allzu Wertvolles dabei. Schade eigentlich. Armer Kerl. Okay, Vieh tot, Bandit tot. Also irgendwo muss ja noch irgendwas sein. Okay. Bandit Anführer. Dankeschön. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das macht Geräusche. Aha. Oh yeah. Da muss nur ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen, dann läuft's eigentlich. Ich sag, wenn man einmal stirbt wegen, keine Ahnung, einem kleinen Spielfehler oder eine. Oh, süßer Wagen. Oder sonst irgendwas, ne, dann wird es direkt schlimmer, man wird nervös und man ist nicht mehr so ordentlich und gereizt und... Du wirst mich noch kennenlernen. Wie heißt denn du überhaupt? Nein, fall doch hin. Boah, was ist denn los mit dir, Kaya? Und die geben mehr EP als so Nachtschatten, wisst ihr? Erklärt mir das mal bitte. Heute habe ich wieder ein paar arme Trottel über die See gebracht. Hoffentlich gibt's eine gute Ausbeute. Ich bin nicht gut genug. Habe die Jungs zum Hafencontainer geschickt, um die Einnahmen zu sichten. Sie sollen die besten Teile nachher zum Tresor bringen. Notiz an mich selbst. Wenn einer dieser Idioten noch einmal den Code vergisst, werfe ich ihn das nächste Mal eigenhändig über Bord. Bin ich jetzt hier der Code oder was? Wie soll ich den Aufhänger jetzt verstehen? Steht hier irgendwo was vielleicht? Ja. Ist das Schiff eine Nummer? Oder es gibt noch einen zweiten Audiolog irgendwo. Aber wo? Kommen wir da hoch? Nee. Ich will meinen Tresor. Darum brauche ich einen Tenor.
ist hier was. Nö. Okay. Hier? Nö. Ja, Schränke ist mir jetzt auch egal. In den Tresoren ist eben nur unnötiges Zeug drin, aber es wäre halt jetzt ärgerlich. Hm. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben? Ja, weiß ich auch nicht. Komischer Parkplatz, ne? Glück gehabt. Keine Ahnung. So, na gut, wir müssen jetzt nach oben. Wie gesagt, großartige Monsterfarm und sowas können wir gerne später irgendwann mal machen. Machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt nach oben. Wenn ihr wisst, wo der Code ist, könnt ihr es mir gerne mitteilen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben bis jetzt noch kein Mal in der Kiste etwas wirklich außergewöhnlich Tolles gefunden. Außer, ja, kein Mal wirklich. Daher bin ich da jetzt mal nicht so ultra penibel, wenn es darum geht. Na gut. Da ist auch noch was runtergekommen. Das ist ein Weltenherz. Von den Wurzeln her, ja, oder? Hm. Was, das sieht so schick aus, ne? Die Bäume. Auch von der Vegetation her, auf jeden Fall. Wobei auch Risen 3 wirklich von der. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Warum denn? So schön. Wobei Risen 3 auch von den Inseln her, von der Umgebung her echt schön aussah. Ich mochte halt nur die Animationen nicht. Die waren nicht so toll. Uah. Ich brauche echt noch mehr Ausdauer. Gehen wir richtig? Ja. Das ist eine Chimäre, oder? Das. Ein Stalker. Ich glaube, die können wir besiegen. Ich meine, Stalker ging auch klar. Chimären auf gar keinen Fall. Ich meine, Stalker können wir machen. Schauen wir mal. Ja, wenn ich das alles ein bisschen glücklicher anfange, müsste das klappen. Thorald. Cooler Kerl. Boah. Alter, wie ekelhaft. Okay, wir bräuchten mal ganz kurz was zu naschen. Hm. Zwei Suppen. War super. Ich mag Suppe auch. Oh, sterben die armen Berserker. Oh. Der richtige Weg. Ja, nö. Wir müssen diese Straße hier nehmen. Wir müssen weiter links. Diese Straße hier. Ich würde fast drauf wetten, dass oben Weltenherz ist, aber ich bin mir nicht sicher, weil das sind diese typische Weltenherzwurzeln.
mag die Grabbelhand von Jax, wisst ihr das? Guck mal genau hin, Moment. Grabbel. Macht das Ganze ein bisschen interaktiv irgendwie, ist total cool. Grabbel. Ah! Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Ich weiß nicht, das muss ja so sein, als wäre man mit einem Stein befreundet, oder? Naja, okay. Hey Jax, ich hab dir dein Elex-Amulett gekauft, was du lange haben wolltest. Ja. Wobei, Moment. Moment. Wäre das Vieh alleine nicht mit etwas Glück besiegbar gewesen? Nicht, was mit dem passiert ist, ey. Nein. Warum? Hey, du. Wir brauchen irgendwie eine Suppe oder sowas. Oder mal Fleisch braten, wäre auch nicht schlecht. So, mal 8 Stück auf Vorrat essen. Okay. Wisst ihr was? Wir schaffen das. Was hat das denn gemacht? Mir fehlt nur ein bisschen Liebe. Yo, Mann, die ist voll gut. Komm, hau drauf. Komm. Ja? Ja? Ja. Wow! Ein beeindruckender Zeuge der alten Welt. Das Gebäude scheint einst eine wichtige Funktion besessen zu haben. Ich frage mich, was sie gewesen sein könnte. Ganz klarer Fall, Spielzeugfabrik. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Was denn? Die Unholde oder was? Der erste war okay, aber das ist aber schon cool. Habt ihr gesehen, wie er geflogen ist? Oh, das kleine Vieh hat mich gesehen. Das machst du nicht ungestraft. Voll hingeflogen, habt das gesehen. Du machst das groß, ich mach das klein, okay? Oh, warum kommen die gerade. Schwach, weil ich normal nicht schaffen würde, oder was? X in den Rücken. Okay, wir machen das. Alles gut. Nein. Sie steht wieder. Ja. Oh yeah. Noch jemand? Aber nur so ein leises Fliegensummen, ey. Auch geil. So. Hallo? Was ist mein Schwert? Hat irgendwie so ein Echo angehört. Alter Notizzettel. Alter, 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 Alter. Notiz an mich selbst. Nicht vergessen, morgen so. Ist ja gelohnt, das Suchen.
2, 5, 4, 8. Alles falsch. Das ist nicht schlecht. 1, 6, 0, 9. Eins, sieben, null, sieben, sieben, sechs. Geht doch. Jo. Okay. Ja, cool. Ah, ich finde das, die Idee mit diesem großer Kleiner total geil. Wer auch immer die hatte, ne? Es ist. Was denn da hinten? Sonst. Boah. Keine Ahnung. Firmengelände Westedan. So. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Ja, solange du da bist, ist alles gut. Weißt du eigentlich, dass du mein Leben bist? Das ist das Wichtigste überhaupt für mich. Ja. Kannst du noch was anderes sagen? Boah, der ist auch voll in den Baum gefahren. Gar nicht gut. Nee, ist echt nicht gut. Das Auto ist kaputt. Damit passiert. Und das? Eine Ratte, oder? Nee, nicht so ein Ding! Alter, Mann, ich. Alter, ich hasse dich! Alter. Du kleiner Kacker. Alter, Mann, Mann, ich krieg gleich die Bin noch Anlauf, ne? Bist der Hund? Bist du so ein Schatten bringt 90 EP, ey. Terrorvogel. Ich glaub, da ist es giftig. Lass mich raten, da muss ich hin. Ne, muss ich nicht. Ich muss nach rechts. Ist groß. Ich höre schon böse Geräusche. Nicht so einer! Okay, die sind schwach. Oh. Naja. Du musst nicht zu mir laufen, wenn der Gegner hinterherläuft, Mensch. Das kann sehr schädlich sein. Was? Was? Zähne, Alter. Lass doch die Zähne drin. Oh, Junge. Lass nicht auf. Hab ich doch. Ja, erstmal irgendwie so 10 Stück oder so. Hallo? Und hier ist jetzt irgendwo ein geheimes Labor, ja? Boah, hör auf die Wand umzugrabbeln. Hörst stampfen. Und zwar heftig. Ein bisschen gruselig. Ha? Kleiner Heiltrank, wisst ihr? Gegner, die einen mit zwei, drei Schlägen tothauen und dann kleiner Heiltrank. Ich dachte, wir würden große Dinge vollbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer noch Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung, synthetische Herstellung von Sauerstoff. Was soll das? Um Sonden ins All zu schießen, brauchen wir solchen Mist nicht. Ja, oder was stampft hier so?
Nein! Nicht der! Oh Gott. Toll. Alter. Ich kann 3 Meter springen. Nein, und noch ein Wühler. Das kann nicht wahr sein. Alter, wie sinnlos ist diese Scheißrolle, wenn man nicht damit wegrollen kann. Mensch, Jetpack ist leer. Mann, ist das zum Kotzen, Alter. Und die ist jetzt auch direkt down. Okay. Das ist tot. Ah, ich hasse es. Habe ich jetzt Sachen geplündert da drin? So scheiße, ne? Warum speichere ich denn nicht meine Fresse? So. Danke. Danke. Die Sache ist ja die, wenn wir davon ausgehen, dass es ein Labor ist und wir wissen, dass es unterirdisch ist, dann können wir auch davon ausgehen, dass wir den Eingang ja theoretisch überall haben können, auch im anderen Gebäude. Das Quest ist ja quasi unter uns. Was ist denn los mit dir, Jax? Ich dachte, wir würden große Dinge vollbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer noch Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung, synthetisch... Danke. Das ist übrigens auch ein bisschen nervig an dem Spiel hier. Charaktere springen immer ins Gesicht von einem. Das nervt dann bei Audiologs natürlich. Man will ja nicht stehen bleiben und nichts machen, sondern weiterspielen beim Audiolog. Und das geht aber nicht, weil man nichts aufheben kann, weil der Charakter vor einem steht. Wenn man den anspricht, ist das Audiolog vorbei. Na, so ein bisschen doof gemacht, dass die immer direkt ins Gesicht reinspringen. Wo war jetzt der Eingang? Hier. Speichern. Eieiei. Ich würde gerne das Labor finden, aber... Hört sich nicht gut an. Der Effekt. Weltraumforschung? Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch im unteren Teil des Komplexes verstecken. Okay, wir sind auf der richtigen Spur scheinbar.